Woche am 27. ein größeres Programm schon geplant, weil wir irgendjemand hat gesagt, nächste Woche wäre die Einjahresfeier. Also wir feiern zweimal, wir feiern heute und wir feiern größer nächste Woche, auch mit Live-Music und verschiedenen Menschen, die wir schon eingeladen haben, zu verschiedenen Themen zu sprechen. Ich habe was vorbereitet, was viele von euch natürlich sicher schon kennen, aber was trotzdem immer wieder, glaube ich, wichtig ist. Es geht, ihr wisst, mein Thema ist immer Bewusstsein und wie man damit umgeht und wie es der Felix gesagt hat, dass man Leute sich austauschen sollen, Erfahrungen austauschen sollen, sich inspirieren sollen, die Menschlichkeit wichtig ist. Ich stimme voll zu. Aber ich lade auch immer ein, dass man sich weiter, wie soll ich das sagen, noch besser informiert, noch tiefer geht. Und Dinge, die hier angesprochen werden, dann auch selber recherchiert, weil nur wenn man selber aktiv wird und recherchiert, dann wirklich Dinge auch in sich verstehen und aktivieren kann. Und ich habe übers Internet von einem Franzosen, dem Sylvain Timsit, ein Thema gefunden, das ich sehr interessant finde für uns alle. Viele werden schon viele Punkte kennen. Es heißt 10 Strategien, wie eine Gesellschaft manipuliert werden kann. Und ich möchte sie ganz kurz nennen und dazu Zitate von dem Jean-Claude Juncker, der ja jetzt der Präsident der EU ist. Ich finde das recht spannend, der Präsident der Europäischen Kommission, die ja auch nicht demokratisch gewählt wird, soviel ich weiß. Also, die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken ist eines der wichtigsten Mittel, um sozusagen eine Gesellschaft zu manipulieren. Man richtet die Aufmerksamkeit der Menschen auf unwesentliche Ereignisse, um wichtige Informationen über tatsächliche Änderungen durch die politische und wirtschaftliche Führung zu verstecken. Somit kehren die Menschen den wirklichen gesellschaftlichen Problemen den Rücken zu, werden berieselt und abgelenkt durch unwichtige Angelegenheiten, wie zum Beispiel der Song Contest oder Sportereignisse oder der Bart der Conchita Wurst, der an sich schon allein was Großartiges ist, über den man lang sprechen könnte. Und ich möchte dazu nur einen Satz vom Jean-Claude Juncker nennen, den er vor ein paar Jahren anlässlich der Briten genannt hat, die ja damals ein Referendum wollten, um eben nicht mehr oder doch in der EU zu bleiben. Und da hat er gesagt, natürlich wird es Transfers der Souveränität geben, aber wäre ich intelligent, die Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung auf diese Tatsache zu richten? Fragezeichen. Die zweite Strategie, um eine Gesellschaft zu manipulieren, heißt Probleme erschaffen und Lösungen anbieten. Das kennt ihr sicher schon alle, das ist diese berühmte Problem-Reaktion-Lösungsmodell. Da wird ein Problem oder eine Situation geschaffen, um eine Reaktion auszulösen. Und danach kann man dann präventive Vorgehensweisen anwenden, um eben weitere, unter Anführungszeichen, Probleme zu vermeiden. Ein ganz bekanntes Beispiel hier in diesen Kreisen, aber nicht nur hier, ist 9/11, der 11. September. Der Anlass war, um Kriege vom Zaun zu brechen, einen Polizeistaat, vor allem in Amerika, aber nicht nur auszubauen, und die Überwachung immer mehr und mehr zu verstärken. Und das hat natürlich sehr viel auch mit der Beschneidung der Grundrechten zu tun. Dritte Strategie, nimm Änderungen stufenweise vor. Verschiebe die Grenzen von Veränderungen stufenweise Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Da ist Jean-Claude Juncker sehr berühmt für sein Zitat über die Einführung des Euro. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das war von 1999. Vierte Strategie, Aufschub von Änderungen in die Zukunft. Das kennen wir, glaube ich, alle.
Eine von den Menschen ungewollte Änderung stellt man als schmerzhaftes Muss vor und führt es möglichst erst in Zukunft und nicht sofort ein. Es ist einfacher, zukünftige Opfer zu akzeptieren, als sich ihnen sofort auszusetzen. Zudem hat die Gesellschaft die naive Tendenz, negative Veränderungen mit einem "alles wird gut" zu umschreiben. Diese Strategie gibt den Bürgern mehr Zeit, sich der Änderung bewusst zu werden und die Akzeptanz in eine Art von Resignation umzuwandeln. Und wer kennt nicht Menschen in seiner Umgebung, die absolut resigniert leben? Fünftens, zur Masse wie zu kleinen Kindern sprechen. Die Mehrheit der Inhalte, die an die Öffentlichkeit gerichtet werden, werden in einer Art und Weise der Verkündung missbraucht. Sie sind manipuliert durch Argumente oder sogar durch einen gönnerhaften Ton, den man normalerweise in einer Unterhaltung mit Kindern oder geistig behinderten Menschen verwendet. Je mehr man seinem Gesprächspartner das Bild vor den Augen vernebeln will, umso lieber greift man auf diese Technik zurück. Warum? Wenn man zu einer Person spricht, als ob sie 12 Jahre alt wäre, dann tut man das genau deswegen. Diese Person wird mit höchster Wahrscheinlichkeit kritiklos reagieren oder antworten, als ob sie tatsächlich 12 Jahre alt wäre. Eine Nebenbemerkung, aber eine Bemerkung, die ich gemacht habe, wenn ich selten aber doch Radio höre. Die Radiosprecher, die Nachrichten lesen, sprechen in einer dozilen, duckmäuserischen, braven Intonation, sodass nach dem Motto, ich bin brav und angepasst und eigentlich schlage ich dir vor, dass auch du brav und angepasst bist. Es beruhigt sozusagen die Seele. Ich kann diese duckmäuserischen Redner oder Leser von Nachrichten schon gar nicht mehr hören. Ich höre deswegen oft nicht mehr Nachrichten. Punkt 6. Konzentration auf Emotion und nicht auf Reflexion. Der Missbrauch von Emotionen ist eine klassische Technik, um eine rationale Analyse und den gesunden Menschenverstand eines Individuums zu umgehen. Darüber hinaus öffnet eine emotionale Rede Tür und Tor, um Ideologien, Bedürfnisse, Ängste, Impulse und andere Verhaltensweisen im Unterbewusstsein hervorzurufen. Punkt 7. Aufrechterhaltung der Ignoranz der Gesellschaft. Die Masse der Menschen soll nicht fähig sein, die Methoden und Kontrolltechniken zu erkennen. Die Bildung, die angeboten wird, soll so einfach wie möglich sein, damit Denken und somit Erkenntnis nicht möglich wird. Und Jean-Claude Juncker bereits 2011, wenn es ernst wird, muss man lügen. Auf einer Abendveranstaltung zur Eurokrise in Brüssel. Punkt 8. Entfache in den Menschen den Glauben, dass sie durchschnittlich sind. Erreiche, dass die Menschen zu glauben beginnen, dass es normal und zeitgemäß sei, dumm, vulgär und ungebildet zu sein. Punkt 9. Wandle Widerstand in das Gefühl schlechten Gewissens um. Erlaube es, dass die Menschen denken, dass sie aufgrund von zu wenig Intelligenz, Kompetenz oder Bemühungen die einzig Schuldigen ihres Nichterfolges sind. Das System wirkt also einer Rebellion der Bevölkerung entgegen, indem dem Menschen suggeriert wird, dass er an allem Übel selbst schuld sei und mindert damit dessen Selbstwertgefühl. Dies führt zu Depression und Blockade weiteren Handelns. Und wie viele Menschen gibt es, die nicht mehr wissen, was sie weiter tun sollen mit ihrem Leben, in ihrem Leben? Punkt 10. Lerne Menschen besser kennen, als sie sich selbst kennen. In den letzten 50 Jahren entstand durch den wissenschaftlichen Fortschritt eine Schlucht zwischen dem Wissen, welches der breiten Masse zur Verfügung steht, und jenem, das für die schmale Elite reserviert ist. Dank der Biologie, Neurobiologie und der angewandten Psychologie erreichte das System das Wissen über die menschliche Realität im physischen als auch im psychischen Bereich. Gegenwärtig kennt das System den Menschen, den einzelnen Bürger besser als dieser sich selbst und verfügt somit über eine größere Kontrolle des Einzelnen. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr hier auf dem Montagsmahnwachen an einem neuen Menschenbild zu arbeiten. Weil es ist möglich, dass wir aus diesem schuldbeladenen, leidenden Opferdasein hinausgehen und wieder in unsere eigene Stärke gehen, nur durch die Arbeit an unserem Bewusstsein. Das ist das große Ziel und der große Wunsch, den ich mir selber für dieses Jahr gesetzt habe. Und wer mitmachen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.